Wir sprechen heute wieder über Hautpflege. Heute zeige ich euch meine Gesichtspflegeroutine am Morgen und wie die abläuft, zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Ich beschäftige mich jetzt schon einige Zeit mit hochwertigen Inhaltsstoffen, aber auch reizfreier Hautpflege. Also bestimmte Reize möchte man ja auch auslösen. Jetzt nicht dieses reizfrei falsch verstehen, weil Säuren reizen die Haut, aber auf positive Art und Weise, weil sie Poren einfach frei machen. Das meine ich nicht, sondern ich meine Duftstoffe. Ich versuche, so gut es geht, um Duftstoffe herumzukommen. Manchmal geht es nicht, manchmal geht es wirklich nicht. Aber so wie ich das im Moment mache, ist es für den Sommer geeignet oder eben den Spätsommer. Weil hier sollst du halt wirklich darauf achten, weil wir extrem viel UV-Strahlung gerade im Sommer ausgesetzt sind, viel Sonne etc., dass du eben reizfrei tagsüber arbeitest. Was du abends machst, abends kannst du deine Serien auftragen, aber selbst da bin ich im Sommer sehr minimal unterwegs. Und wir fangen mit der Reinigung an und da habe ich ein Produkt verwendet, was ein PR-Sample ist. Das ist von No Makeup, der Cleanser. Den gibt es im Drogeriebereich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Sache hier vielleicht ein bisschen überarbeitet wird, auch weil die ist beduftet. Ich fand ihn jetzt nicht ganz so gut. Ich wollte erst ursprünglich ein Video über ihn machen, aber ich habe halt einfach so ein paar Sachen an dem Produkt hier auszusetzen. Zum einen ist es eben beduftet, zum anderen ist es, das ist eine persönliche Sache. Auch wenn du jetzt mit dem Produkt zurechtkommst, ich komme damit nicht zurecht, weil ich mag es persönlich nicht. Das ist ein Gel und in Verbindung mit Wasser wird es so milchig und flüssig. Und das rennt dir überall hin. Und ich gucke meistens immer so ein bisschen in den Spiegel, um zu gucken, was ich da jetzt gerade im Gesicht mache. Und ich finde, das geht damit nicht so wirklich, weil dir läuft es halt überall hin. Aber, und das muss ich an der Stelle auch sagen, er reinigt wirklich, 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 wirklich gut. Den gibt es bei No Makeup direkt auf der Homepage. Den haben sie immer noch nicht im Standardsortiment. Manche Sachen haben sie jetzt ins Standardsortiment von DM reingebracht. Manche Sachen gibt es halt nur bei No Makeup auf der Homepage. Wie gesagt, da sind Duftstoffe drin, der ist nicht reizfrei formuliert, aber er ist für mich halt eine gute Alternative, weil ich ihm Cleanser verwende. Jetzt beispielsweise der Vitamin C Cleanser, der hat jetzt hier nur Milchsäure drin, die ist relativ, ich will jetzt nicht sagen mild, aber die reizt die Haut nicht so. Ich habe noch einen Cleanser, da ist BHA und AHA drin, das habe ich halt einfach für den Sommer ein bisschen schlecht organisiert, muss man sagen. Bevor ich den hier gekriegt habe, habe ich mir auch überlegt, irgendwas Babyseife oder sowas zu holen. Keine Seife, sondern irgendwas mildes, ein mildes Waschgel oder so bei DM zu kaufen. Da gibt es ja in der Babyabteilung einiges. Und dann kam der hier und hat das Ganze natürlich ersetzt. Ansonsten verwende ich den hier tagsüber, weil da ist zwar Vitamin C drin, aber ich bin mir nicht wirklich sicher, ob dieses Vitamin C für meine Haut irgendwas tut. Ich merke den Cleanser aber. Das ist schon die zweite Packung. Das spricht viel dafür, weil ich einfach viel ausprobiere. Und wenn ich was doppelt kaufe, bedeutet das, es funktioniert echt gut. Und ich kann halt, wie gesagt, den anderen Cleanser tagsüber nicht so verwenden, weil halt doch so ein bisschen die Haut dann doch so ein bisschen Reiz, was ein BHA, AHA Cleanser ist. Das ist für einen Abend super gut. Ich mag den auch echt gerne, aber du kannst ihn halt echt nicht immer anwenden und das macht ihn ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Also dann mag ich ein Produkt, was ich tags wie auch abends auch anwenden kann, lieber. Ansonsten brauchst du halt echt zwei Produkte, was ich im Moment im Schrank stehen habe, was nicht so ganz mein Fall ist. Das hier ist jetzt fast leer. Na, aber ansonsten, wie gesagt, das oder irgendwie was aus der Babyabteilung, was mitformuliert ist, keine Duftstoffe hat.
Ich sage das jetzt extra, weil auch Babyprodukte Duftstoffe haben. Also unsere Kosmetikindustrie macht da einiges falsch. Produkt 2 in meiner Pflegeroutine ist eigentlich ein Aloe Vera Konzentrat. Das liebe ich, aber was hat Kolibri mit dem Spender veranstaltet? Dieser Spender, wenn du da ganz drauf drückst, inzwischen hat meine Flasche keinen so hohen Füllstand mehr, also spritzt es nicht mehr so stark raus. Aber der Spender, wenn du da drauf drückst und das Produkt rausholst, spritzt dir das überall hin. Ne, also du musst schon immer den hier machen, weil sonst geht's nicht. Das Produkt ist aber toll. Ich bin jemand, ich habe früher immer Gesichtswasser, Toner verwendet, weil ich diesen frische Kick geliebt habe. Das macht vielleicht nicht so wirklich Sinn. Ich habe mir auch damals immer Hydrolatte ins Gesicht gesprüht, weil ich eben diesen frische Kick mochte. Macht nicht viel Sinn, hat auch nicht irgendwie eine positive Eigenschaft. Da ist zum Beispiel so ein Aloe Vera, was Feuchtigkeit spendet, ein bisschen besser. Und da ist auch noch Hyaluron mit drin, also das ist eine tolle Sache, direkt nach der Reinigung. Da gebe ich das doch meistens, ich habe hier unten so ein paar trockene, schwierige Stellen, die ich ein bisschen besser behandeln muss. Und da ist das richtig gut. Ich verwende das aber auch auf der Kopfhaut. Das ist auch für mich so ein Allrounder. So Allrounder dürfen dann auch größer sein für mich, weil ich einfach mehrere Hautpartien damit bearbeite. Und deswegen, ich liebe den, der ist echt toll. Und vor allem, wie gesagt, so eine Luxussache für mich, was vielleicht vom Sinn her nicht so viel ausmacht, wenn man das in der Form halt einfach aufträgt. Aber mir gefällt es halt einfach. Wie gesagt, ich mag diesen frischen Kick. Und es ist besser wie ein Hydrolaten parfümiertes oder irgendwie ein anderer Duftstoff. Das hier ist, wie gesagt, mild formuliert. Und ich liebe Kolibri-Produkte echt. Die sind vielleicht... ja, nicht ganz so günstig, aber man bekommt halt immer recht große Größen, was es wahrscheinlich dann auch wieder so ein bisschen wegmacht. Man muss sich aber auch sicher sein, dass man solche Sachen eben dann auch verwendet. Nur dann ist so ein Produkt halt dann auch wirklich sinnvoll. Also, das liebe ich und das werde ich mir, denke ich, auch nachkaufen. Also, ich war eine Zeit lang wirklich beleidigt wegen diesem scheiß Spender, wo ich echt gesagt habe, das kaufe ich nicht mehr nach, weil der Spender total übel ist. Wer weiß, vielleicht sieht irgendjemand von Kolibri dieses Video und ändert was an dem Produkt. Wer weiß. So, und jetzt kommt der wichtigste Teil von der ganzen Geschichte. Sonnenschutz, Sonnenschutz, Sonnenschutz. Ich verwende einen Sonnenschutz in Lichtschutzfaktor 50. Warum? Das hier ist ein mineralischer, auch wenn du anderen Sonnenschutz verwendest, wir neigen dazu, zu wenig Sonnenschutz aufzutragen. Ein Sonnenschutz wirkt nur in der entsprechenden Faktorzahl, wenn du vernünftig viel aufträgst. Das ist ungefähr 1 Gramm auf dem Gesicht. Bei einem mineralischen Filter kannst du das nicht. Das geht nicht. Also 50 habe ich demnach nicht auf dem Gesicht drauf. Und das soll hier kein Tutorial dazu sein, zu wenig Sonnenschutz aufzutragen. Ich werde in nächster Zeit 2 Produkte testen, die ohne Mikroplastik auskommen. Das ist nämlich schon der nächste Teil. Bitte achte darauf, wenn du Sonnenschutz kaufst, dass es kein Produkt ist mit Mikroplastik. Ich habe gesehen, DM hat ein Produkt rausgebracht ohne Mikroplastik, was schon mal ein Gang in die richtige Richtung ist. Aber da sind Palmöle wieder verarbeitet und es sind Nanopartikel verarbeitet. Also das Produkt ist nur ein bisschen gut. Na, also ich hatte mir auch überlegt, ob ich das nicht mal hier vorstellen soll, als nicht ganz positives Beispiel, weil es ist wenigstens ein Weg in die richtige Richtung, aber es ist halt immer noch so, dass sehr viel Sonnenschutz auf dem Markt mit Mikroplastik ist. Und zwar sind da flüssiges Mikroplastik enthalten, Acrylate beispielsweise. Und diese natürlich... schlecht, wenn du die dir von der Haut runterwäscht, dass da halt diese Partikel entstehen. Gleichzeitig gibt es diverse Filter, wie beispielsweise Octocrylene. Ich habe es mir endlich gemerkt. Octocrylene ist halt für Korallenriffs nicht sehr gut.
Und ich finde es immer ein bisschen seltsam, wenn ich gerade in Gruppen bei Facebook sehe, dass man eben Sonnenschutzprodukte empfiehlt, in denen halt Mikroplastik enthalten ist und eben schlechte Filter. Und man sich dann als Veganer bezeichnet, aber heimlich still und leise eben. Klar, ein Einzelner macht nicht viel aus, aber die Masse ist halt das Problem. Ne? Und man sich da in dem Moment als Veganer bezeichnet, aber eben die Meere scheißegal sind sozusagen. Aber das ist auch so ein bisschen ein Problem von der Kosmetikindustrie, vom Endverbraucher selbst. Man kann nicht von jedem Endverbraucher verlangen, dass er sich hundertprozentig mit der Materie auseinandersetzt. Ich setze mich jetzt damit auseinander, ich versuche das Ganze auf einfachste Art und Weise an euch weiter zu vermitteln. Das ist für mich einfach ein Punkt, dass ich die ganze Sache nicht zu schwierig gestalte. Punkt Nummer 2, höre ich immer wieder, ich möchte keinen Sonnenschutz verwenden, weil ich verwende Vitamin D. Vitamin D ersetzt keine Filter. Keine. Wir sind hier eh in Breitengraden, wo wir zu wenig Vitamin D aufnehmen. Also es macht überhaupt nichts aus, ob du jetzt Sonnenschutz verwendest oder nicht. Du hast so oder so zu wenig. Supplementier Vitamin D. Das ist kein Filter. UVA-Strahlung macht dich alt. Wir verwenden so viele Produkte als Frauen und möchten so glatte wie möglich, so lang wie möglich glatte Haut haben, aber verwenden keinen Sonnenschutz. Und das ist noch so krass verbreitet, auch gerade in meinem Bekanntenkreis, der offline ist, da verwendet so gut wie keiner Sonnenschutz. Und das ist halt wirklich immens, 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 immens wichtig. Punkt Nummer 2. Astaxanthin ist kein Ersatz für einen UV-Filter. Das unterstützt Sonnenschutz immens. Das verstärkt ihn. Das ist eine tolle Sache. Aber es ist kein Ersatz für UV-Filter. Also bloß weil du Astaxanthin einnimmst, bringt es deiner Haut beispielsweise gar nichts. Ich habe ein Video über Astaxanthin gemacht, werde ich dir mal unters i legen. Genauso wie das Video über meine Abschminkroutine, lege ich dir auch mal unters i. Das ist meine recht simple Hautpflegeroutine am Morgen, wo halt wirklich der Hauptfaktor, das Allerwichtigste am Ganzen, der Sonnenschutz ist. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen sensibilisieren, dass ihr einfach anfangt, sowas aufzutragen. Man braucht keine Tagescreme. Das brauchst du nicht. Nütze den Sonnenschutz als Tagescreme. Und zu glauben, dass man sein Make-up, wo vielleicht ein bisschen Sonnenschutz drin ist, als Sonnenschutz verwenden kann, ist auch nicht richtig. Weil du wirst nie so viel von diesem Make-up auftragen, wie du eigentlich auf dem Gesicht haben solltest. Deswegen extra auftragen, einziehen lassen, und es gibt inzwischen Marken, die Sonnenschutz ohne Mikroplastik rausbringen. Es kommt immer mehr, Gott sei Dank, bin ich echt froh drüber, und ich werde euch darüber natürlich weiterhin berichten. Ich melde mich ab an der Stelle, sag danke fürs Einschalten, gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!